Hallo und herzlich willkommen bei den Zwergperten. Ich bin Laura und ich möchte euch heute mal im Auto zeigen, wie ihr den Maxwell Plus von Britax Römer einbaut. Und zwar braucht ihr dafür im Auto entweder einen Dreipunktgurt oder einen Beckengurt. Der Beckengurt muss festzustellen sein, also kein dynamischer Beckengurt, wie man das manchmal im Reisebus kennt. Dann gibt es am Maxwell Plus noch zwei Spanngurte, wie an allen Reboardern, die mit Gurt eingebaut werden in unserem Sortiment. Die zeige ich euch gleich genau, wie man die im Auto befestigt, und es gibt einen Stützfuß. So, wir stellen das erstmal raus und beschäftigen uns mal damit, wie wir die Spanngurte festkriegen. Das klingt alles sehr kompliziert, ist aber in der Tat, wenn man es einmal verstanden hat, ziemlich einfach und kann dann auch relativ schnell umgebaut werden. So, und zwar habe ich hier zwei solche langen Spanngurte. Der eine, am einen Ende ist hier so ein Gurtschloss und am anderen Ende ist eine Schlaufe. Die mache ich im Auto fest. Nun ist es so, dass außer Volvos die meisten Autos dafür nicht extra Ösen haben, wo man das festmachen kann, sondern ich muss eben schauen im Auto, wo ich das befestigt kriege. Dafür brauche ich einen Punkt im Auto, wo der Gurt fest ist. Das Teil muss auch wirklich fest sein, an dem ich das befestige. Und der Gurt darf nicht verrutschen. Also keine Querstange oder ähnliches, wo dann beide Gurte fröhlich durch die Gegend rutschen können, sondern wirklich ein Befestigungspunkt. Es eignet sich besonders gut, eignen sich die Gleitschienen des Vordersitzes oder der Vordersitz selber. Ich zeige euch jetzt mal beides. Und zwar seht ihr hier schon, hier haben wir das schon mal gemacht. Hier ist die Schiene des Vordersitzes und hier ist unser Gurt. Das habe ich jetzt hier einfach durchgesteckt. Ja, hier ist jetzt in dem Fall ein bisschen Luft. Bei manchen Autos ist das so fest, dass das nicht geht. Bei anderen ist da sehr viel Platz, da müsst ihr einfach mal schauen. Und es muss hinter dieser Schraube sein, denn wenn ich es davor mache, kann es einfach abrutschen. Wenn ich das jetzt hier festmache, dann mache ich das so, dass hier die Schlaufe ist. Hier ist mein Gurtschloss. Das wird hier durchgesteckt. Ganz simples Prinzip. Und dann kann ich das hier festziehen. Jetzt will ich natürlich, dass das so weit wie möglich nach hinten ist, denn ich möchte ja meinen Sitz noch ein bisschen verstellen können. Da habe ich jetzt hier noch ein bisschen Platz. Wenn mir das am Schluss trotzdem nicht reicht, dann habe ich noch die andere Möglichkeit. Und zwar den Vordersitz selber zu nehmen. So, müssen wir uns erstmal wieder abmachen. Manchmal, wenn das sehr eng ist, da kann es auch helfen, wenn man einen kleinen Löffel nimmt und das mal so ein bisschen mit dem Stiel durchschiebt, damit es am anderen Ende rauskommt. Das nur noch so als Tipp. So, dann habe ich die Möglichkeit, hier einfach durchzugehen. Dann nimmt man am besten auch die Schlaufe, weil das ist ja ein bisschen eng. Steckt das hier durch und versucht dann am anderen Ende wieder rauszukommen. Das sind jetzt hier Ledersitze, da ist das ein bisschen fummeliger. Aber ich kann es schon spüren an der anderen Seite. So, jetzt ziehe ich mir das hier hinter und mache das einfach um dieses Gelenk drumherum. Natürlich muss man bedenken, wenn ich jetzt den Vordersitz verstelle, dann muss ich auch daran denken, dass die Gurte eventuell sich verstellen. Also weiter nach vorne geht dann nicht, weil die Gurte ja am Ende gespannt sind. Weiter nach hinten ist immer die Frage, ob das überhaupt noch geht, wenn der rückwärts gerichtete Sitz da steht. Also muss man einfach darauf achten. Deswegen ist das hinterm Fahrersitz, wenn man den regelmäßig verstellen muss, immer ein bisschen schwierig. Der Beifahrersitz, der muss ja nicht unbedingt perfekt sein. Ja. So, das machen wir jetzt mal auf beiden Seiten und dann können wir weitermachen. Das Gleiche gilt auch für Spanngurte bei anderen Sitzen. Die kann man immer so festmachen. So, hier mache ich das Gleiche, durchstecken, festziehen. Und jetzt habe ich zwei Spanngurte, die fest sind und die müssen definitionsgemäß natürlich auch fest sein, weil der Beifahrersitz ist ja fest verschraubt. So ist also alles super, hier kann nichts mehr rutschen, alles prima. So, die kann ich jetzt erstmal hier unten hinlegen. Das ist immer gut, wenn man das als ersten Schritt macht, gucken, wo kann ich die Spanngurte festmachen und das auch zu machen. Wenn ich jetzt regelmäßig umbauen muss, dann kaufe ich mir einfach ein zweites Paar Spanngurte und lasse die in den beiden Autos, die ich meistens benutze, drin. Denn der Rest, das werdet ihr jetzt sehen, der geht relativ fix.
Als erstes ist es normalerweise sinnvoll, hier dieses Füßchen mal ganz rauszumachen. Das hat mehrere Einstellungen und soll so die Ruheposition ermöglichen. Realistisch ist es aber eigentlich so, dass man das immer ganz rausmacht, weil die meisten Autos haben ja so ein bisschen eine schräge Sitzbank, wo man also mit dem Hintern tiefer sitzt als mit den Knien. Und da ist genau dieses Füßchen dafür gedacht. Wenn ich dann das Problem habe, dass es mir immer noch zu steil ist, gibt es noch einen kleinen Tipp, den zeige ich euch gleich. Wir stellen das jetzt erstmal hier hin. So. Das sieht jetzt eigentlich schon ganz gut aus. Wenn ich aber sage, finde ich immer noch doof, dann gibt es hier diesen Keil. Das nennt sich auch Wedge. Das kann ich hier noch zusätzlich drunter legen. Und dann ist der Sitz noch mal ein bisschen geneigt. Und man muss immer bedenken, nur so liegend wie nötig, weil je weiter ich umlege, desto mehr Kraft habe ich wieder, die auf den Kopf und den Nacken einwirkt. Wir machen es jetzt mal ohne. Wichtig zu wissen ist noch, ich habe hier unten so eine kleine Kante. Diese Kante hier kann, hier, also der Sitz darf nur so weit hintergerückt werden, dass diese Kante an der Ecke vom Polster anliegt. Er darf aber jederzeit weiter vor. Und so kann ich quasi entscheiden, wie viel Beinfreiheit hat mein Kind und wie viel Platz braucht der Sitz im Auto. So. Dann machen wir immer erstmal den Autogurt durch. Dafür muss ich jetzt hier unten diese Gurtklemmen, die gibt es auf beiden Seiten, einmal aufmachen und den Autogurt da durchfädeln. Dafür ist es sinnvoll, wenn man den einmal ganz lang macht. Man kann den jetzt über den Bezug oder unter den Bezug langlegen, das ist relativ egal. Und dann kommt das hier drüben wieder raus. Und ich mache das hier in meinen Anschnaller rein. Wichtig ist, hier ist das jetzt ganz weit unten. Das ist bei allen neuen Autos so. Bei alten Autos sind die manchmal sehr lang. Die dürfen nicht so weit hoch sein, dass das hier dran kommt oder reinreicht, das, der Teil vom Schloss. Ne? So. Wenn ich jetzt will, dass der nicht ganz ansteht, ziehe ich es natürlich auch nicht ganz fest, sonst rutscht mir der Sitz wieder nach vorne. Das seht ihr gleich, wie sich dieser Gurt jetzt noch spannt durch die Spanngurte. Gucken, dass nichts verdreht ist, sonst geht das hier nämlich schlecht zu. Und dann einfach zumachen. Wenn ich irgendwie Probleme haben sollte, weil da irgendwelche Nöppelchen oder sowas sind, dann kann ich den Sitz auch immer mal ein bisschen nach rechts oder nach links machen, damit diese Nöppelchen nicht hier drin sind. Wichtig, auf dieser Seite kommen beide Gurtteile durch. Auf der Seite an der Tür, dieser obere, der bleibt frei. Da ist nur der untere durch. So, also Autogurt durchstecken, festklipsen ist schon mal relativ simpel. Dann habe ich noch hinten den Stützfuß und die zwei Spanngurte. Da empfehle ich das gerne so. Wir machen die hier fest. Und mit dem Straffen dieser Spanngurte kann ich jetzt natürlich noch ein bisschen bestimmen, wie fest soll das sein, wie liegend ist der Sitz danach. Ich kann jetzt natürlich hier reindrücken und die dann ein bisschen fester machen oder eben nicht so feste. Wichtig ist, der Stützfuß muss noch zum Boden und der muss auch aufstehen. Sobald ich den aber festgemacht habe, kann ich den Sitz nicht mehr weiter neigen. Also jetzt kann ich hier noch ziehen und das sollte ich auch, damit dann der Sitz schön fest ist. Meiner Erfahrung nach am besten mal von beiden Seiten ziehen. So, und dann seht ihr, trotz Gurteinbau steht der Sitz jetzt wirklich fest. Hier wackelt nicht mehr viel. Ne? Jetzt würde ich natürlich, wenn ich den im normalen Leben benutzen will, den Vordersitz noch zurückschieben und muss dann gucken, dass ich die Gurte dementsprechend nachstraffe. Das können wir ja noch mal machen, damit ihr einmal seht, wie sieht es fertig aus. Denn ihr seht, deswegen ist es wichtig, das zu kontrollieren. Wenn ich nämlich jetzt den Sitz hier hintermache, dann sind die Gurte wieder ganz locker. Römer sagt, nicht anliegen lassen. Also es soll ein bisschen Platz sein zwischen Kindersitz und Autositz. Das muss aber nicht viel sein, da reicht wirklich ein Millimeterchen. Da gibt es jetzt keine feste Vorgabe. So. So, jetzt ist es fest. Das Einzige, was noch zu beachten ist, bei der Türseite
drehe ich noch diesen Seitenschutz raus. Den kann ich dann einfach draußen lassen. In der Mitte brauche ich den natürlich nicht, weil hier ist ja ganz viel Platz. Das ist wirklich dafür gedacht, Richtung Tür, dass sich hier die Tür dran abstützen kann. Und dann bin ich fertig. Das hat jetzt natürlich eine Weile gedauert, weil ich viel erklärt habe. Aber ihr merkt, wenn man das einmal macht, einmal gelernt hat, diese Spanngurte drin bleiben, dann ist das innerhalb auch von einer Minute erledigt, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat. Und dann ist der Sitz genauso sicher wie jeder Isofix-Sitz. Okay, dann viel Spaß damit. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Ihr findet alle Infos auf www.zwergperten.de. Bis dann, tschüss!